Ich feuere heute meinen selbstgebauten Hobo an. Und das ist die erste Feuerung. Ich wollte es mal gucken. Ich habe ihn ähnlich wie die Bushbox und die Firebox Nano gezwittert. Also Bushbox aufgebaut, nur höher, insgesamt 2 cm höher. Und dann habe ich, wie beim Nano, von der Firebox 2 diagonal angelegte Löcher zum Nachfieden. Und jetzt will ich mir schnell mal eine Brühe machen. Ich habe noch einen kalten Pfannkuchen dabei, den kann ich dann hier reinstellen. Und schnell mal an dieser Kiefer, die mir immer so viel Kienspan liefert, ja, kurz mal eine Brühe machen. Und damit verabschiede ich mich schon wieder. Und wünsche euch allen alles Gute. Bis dann.